Hallo Leute und willkommen zum nächsten Stream von Pokémon Shield. Ja, mittlerweile sind wir ja so ein bisschen an einem Punkt angekommen, an dem man nicht immer so viel zocken muss. Und ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, dass wir etwas Postgame, also versuchen noch weiter Postgame zu machen. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass wir irgendwas mit Mary machen können. Da wir die ja einmal im Hotel getroffen haben. Und ich glaube nicht, dass wir die nie wieder irgendwie in einem Champ Cup herausfordern können und wer weiß. Ich habe zwischendurch jetzt endlich mal die Schwelle gebrochen und habe jetzt auch im Wiki nachgeschaut. Also ich habe jetzt nachgeschaut, ich habe jetzt, naja, ich bin davon ausgegangen, jetzt habe ich alles gesehen, außer die mittlere Entwicklung von Groldra. Da bin ich mir aber davon ausgegangen, dass ich da gut umschiffen kann. Von wegen, ich scroll da halt durch. Problem ist, es gab tatsächlich noch drei Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Und das hat eine Verbindung mit den Fossilien. Gehen wir mal durch. Hier. Es gibt nämlich das, neben dem Fisch- und dem Drachenfossil noch zwei weitere Fossilien, die super, also im Vergleich zu denen, super selten sind. Und ja, die habe ich auf dem Weg des Spiels nicht gefunden und noch keine Sau an Trainern hat diese Pokémon gehabt, deswegen ich von der Existenz auch keine Ahnung hatte. Doof was. Naja, ich habe aber schon mal mich schlau gemacht, wie man die Fossilien kriegen könnte, deswegen gehen wir dem nach. Ansonsten habe ich noch ein paar Pokémon gefangen. Die Zucht habe ich jetzt nicht vorangetrieben. Wo sind sie denn? Von denen hier. Die habe ich mal gelassen, weil ich auch keine Lust auf Züchten hatte. Ich hatte lieber Lust auf Fangen. Ich habe unsere Pokémon einsortiert. Die sind jetzt schön drin. Ne? Und ich habe kein neues Ponita gefangen, das stimmt. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. Hier. Ich habe noch ein paar neue Pokémon gefangen, die auftauchten. Ich habe die auch so mit einsortiert, damit Platz genug ist. Ich gehe mal von hinten an. Uhafnir und Rotom gab es bei unserem beliebten Punkt, und Blitzer, gab es bei unserem beliebten Punkt, hinten, wo man im Naturgebiet nur in der Naturzone nur mit Surfer hin kann. Bei Gewitter. Das gewitterte. Und da habe ich, ja, zuerst Blitzer, Rotom und dann auch Uhafnir gefunden. War ganz cool, die drei halt direkt zu haben. Donarion gab es ja an einem bestimmten Punkt. In der Naturzone sind wir auch schon mal vorbeigekommen. Ich glaube, das hatte ich auch mal gezeigt. Ist schon ein bisschen her. Aber bin ich halt nochmal vorbeigefahren und habe geguckt, ob es da ist. Hab's gefangen. Galagladi kam relativ zufällig. Im Nebel, glaube ich. Nicht an dem bestimmten Punkt, wo es Galagladi auch gab, sondern noch woanders. Ja, und Mitodos. Mitodos müssen wir nochmal züchten. Deswegen würde ich da sagen, packen wir das mal zu den Zucht-Pokémon. Und lesen uns gleich mal eben seinen Pokédex-Eintrag durch, damit wir das auch gleich haben. Bei den anderen schauen wir dann. So, und aktuell sind Mimikma und Zubiris da, weil scheinbar Nebel ist. Jo. Schauen wir da gleich auch mal vorbei. Gerade Mimikma und Zubiris sind ja beides. Wo ist denn Zubiris? Auch da. Das sind ja beides zwei Pokémon, die man haben muss, weil es halt, ja, woanders nicht herkriegen kann. So. Pokédex-Eintrag, genau. Den von Mitodos. H-I-J-K-L-M. H-I-J-K-L-M. Mitodos. So. Weil die beiden Hälften seines gespaltenen Denkapparates fast nie einer Meinung sind, ist es auf gewisse Weise unberechenbar. Genau. Monozyto und Zytomega halt noch. Und das dann am besten online gegen Molimorba tauschen. Ja, wir versuchen auch mal ein bisschen die Fokodax noch weiter zu vervollständigen. Viele Pokémon wie Cesorio und so sind halt Pokémon, die ich schon kriegen konnte, aber gerade Stalos zum Pokémon, das kann ich mit diesem Setup von den beiden hier nicht fangen.
Und es, ja, ohne Hoplo, nicht Hoplo, ohne Lieberlo, nicht das Lieberlo, war da halt nicht gut Kirschen essen. Genau. Da müssen wir halt auch noch gucken. So, und weil wir gerade noch Platz im Team haben, können wir die beiden Golde auch mitnehmen. Die müssen ja noch ein wenig leveln. So. Ich habe auch schon eine Katapultra gesehen, als es da gewittert hat. Das fand ich ganz strange. Also, ich dachte mir so, okay, jetzt bauen da Katapultra. So. Habe aber mir gedacht, Rotom ist seltener. 2% Chance. Zumindest stand das da, wo ich nachgeguckt habe. Heißt, ich fange erst Rotom. Ne? Gut, Katapultra war noch da. Dann dachte ich mir, weil Blitzer da gerade rumläuft, nehme ich mir Blitzer. Blöderweise bin ich, an Blitzer zugelaufen bin, aus der Range von Katapultra gelaufen. Und Katapultra scheint so arschselten zu sein. Man kann zwar immer mit Respawn und Wegspawn, also wenn man ein bisschen wegläuft, dann despawnt das ja. Und kann, wenn man da wieder hinläuft, dann respawnt das. Aber das war wohl doch recht selten. Genau, ich bin gerade im Passback. Ja, ich habe gestern Zauberwasser gekauft. Gestern, als ich nicht gestreamt habe, habe ich Zauberwasser gekauft und heute ist Giftschleim dran. Und morgen haben wir eine neue rissige Kanne. Das heißt, meine Vermutung war klar. In dem Moment, als ich die rissige Kanne im Passback gefunden habe und im Wiki halt nur stand Passback. Klar, du kannst sie hier noch kaufen. Es ist nicht möglich, wollte ich gerade sagen, aber es ist wird sehr unwahrscheinlich, ein Entwicklungs-Item nur einmal zur Verfügung zu stellen. Da kann ich auch noch was zu sagen. Hier, ich kann euch mal kurz hinfahren. War ja im Umkreis der Steinfelder ganz viele Entwicklungssteine, wenn ihr euch erinnert. Und die kommen auch neu. Und meine Theorie ist aktuell, dass die mit Wetter neu kommen. Sprich, wenn. Genau, was gibt es jetzt auch en masse? Wenn es gerade Sonne ist, dann. Hier war, glaube ich, auch Durin statt Duoklis, weil es das richtige Wetter war. Wenn Sonne ist, also richtig sonnig, wo Flamara auch kommt, dann kommt an dem Punkt, wo der Feuerstein lag, auch wieder ein neuer Feuerstein. Und bei Regen halt ein Wasserstein, bei Gewitter halt ein Donnerstein. Und ich hatte da halt ein paar liegen. Und hier ist jetzt zum Beispiel Aquana, das können wir gleich auch fangen. Hier müsste also der Wasserstein liegen, oder? Der Funkelstein. Wetter ändert sich ja zwischendurch. Eisstein, weil Eis halt. Und hier ist der Wasserstein. Genau. Dann nochmal ein Feuerstein. Also es könnte mit dem Wetter zu tun haben, es könnte aber auch zeitweise einfach so respawnen. Sehr zufällig. Aber die kommen halt ganz oft neu. Und das ist echt cool eigentlich. So, dann schauen wir uns mal an, dass wir Aquana fangen. Was doch ein bisschen doof ist, bei Nebel funktioniert die Donnerwelle nicht, weil Nebel erzeugt Nebelfeld. Ist ja bei, neben Wetter gibt es ja jetzt auch manches Wetter, dass das nicht funktioniert, wie zum Beispiel Gewitter. Gewitter gibt's nicht, es gibt Regen. Was macht man also, um Gewitter auf dem Kampffeld zu simulieren? Man macht Regen und Elektrofeld. Funktioniert gut, hatten wir auch mitbekommen. Aber ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, dass es auch so funktioniert. Dass zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bei Grasfeld, wann Grasfeld kommen könnte. Aber auf jeden Fall, oder Psychofeld. Was aber geht, ist bei Nebel, dass da Nebelfeld kommt. Und bei den meisten Sachen ist halt ganz. Alter. Okay. Bei den meisten Sachen ist halt ganz normales Wetter. Nur bei manchen muss halt ein bisschen extra Wetter noch dazu packen. So, wie schwäche ich dich denn? Ein Feuerball im Regen sollte eigentlich gut abgeschwächt werden. Das war weh. Ich bin auch, muss ich zugeben, diesmal zweimal K.O. gegangen.
Weil ich entweder zu lasch oder gar nicht geheilt habe. Klar, Schande über mein Haupt, aber im Großen und Ganzen, wenn es nirgends steht, dann ist es Jacke wie Hose. Wenn es aber in den Statistiken steht, dann ist es mir peinlich. Weil es vermeidbar war. Aber ich wollte halt außerhalb des Streams halt lieber noch nicht dabei haben. Wobei es jetzt im Postgame auch eigentlich schnurzegal ist. Da wir es ja sowieso. Ja, da ich sowieso irgendwann lieber nur Level 100 haben möchte und dann ist es gut. Da weiß ich nicht. War Gewissheit stärker? Na, ist egal. Jetzt holen wir Priandragi aus. Problem ist, ich will ja nicht, dass die Goldras irgendwie Defizite in ihrer Erfahrung kriegen. Deswegen ich jetzt erstmal Priandragis ersten Zug dafür benutze, Libalo wieder zu heilen. Bumm, geht der Stream los. Juckt auch wieder mein Ohr. Okay, lieber losgeheilt, das ist gut. Dann hauen wir mal einen Tuchschlag drauf. Dank Säurepanzer wird er trotzdem nicht viel Schaden machen. Oh, geht. War ein Volltreffer, schön. Hydro-Pumpe hat übrigens keine 100% Trefferquote im Regen. Das ist alles RNG. So, dann werde ich auch erstmal heilen, lieber Lo. Um zu gucken, was passiert. Kann ich einfach den Ball jetzt werfen? Ich könnte einen Netzball werfen. Netzbälle haben wir noch. Perfekt. Säurepanzer ist ein verlorener Zug. Wir werfen aber mal einen Netzball. Davon habe ich ja noch ein paar. Ich habe nicht dran gedacht in dem Moment. Schon wieder so. Mit schiefem Kopf. Schön. Dann haben wir Aquana. Es ist ganz nett, dass man die Pokémon alle nicht entwickeln muss. Das heißt, ich spare mir das Evoli-Fangen. Evoli entwickeln ist immer so ein Ding. So. Seine Zellstruktur ähnelt der molekularen Zusammensetzung von Wasser, weshalb es sich in Gewässern unsichtbar machen kann. Ja, es gibt auch Dex-Einträge, da kann es sich im Wasser auflösen. Da haben sie zum Glück zurückgerudert. Tektas, Aranestro. Haben wir gute Sachen bei, aber Zilimbrim? Oh Gott, ein Level 5er Raid. Lass mir eben hin. So, was hatten wir noch? Wir hatten noch Mimikma. Ist ein Elektro. Quatsch, ist es gar nicht. Das ist ein Geistfee. Ich habe nämlich herausgefunden, beziehungsweise gelernt, auch durchs mittlerweile Nachgucken und so. Dass man, wenn man ein Pokémon mit Statik vorne im Team hat, oder vorne hat, ich weiß nicht genau, eins von beiden, auf jeden Fall im Team und dann vielleicht auch vorne, dann spawnen mehr Elektro-Pokémon. Wodurch das mit Rotom mit den 2% eigentlich Quark war, aber ich habe es trotzdem zuerst genommen, weil, keine Ahnung. Also Rotom ist eigentlich 2% im Gewitter, aber mit Statik spawnt so oft. So, und das funktioniert auch bei Stahl-Pokémon und Magnetfalle. Blöderweise habe ich aktuell noch kein Pokémon mit Magnetfalle. Aber so wäre Duraludon halt auch kein Kinderspiel. Denn ich habe, glaube ich, irgendwann mal Schnee verpennt. Ich habe Schnee verpennt, sorry. Ist mir echt peinlich. Vor allen Dingen, ich hätte halt eigentlich hätte ich direkt den Stream anschmeißen müssen. Dynamax oder Giga Dynamax? Das kann ich gar nicht sehen. Das ist auf jeden Fall ein Monte Carbo. Da gibt es Giga Dynamax, aber ich bin mir nicht sicher. Weiß auch nicht, ob man nur aus Dielen hier Giga Dynamax bekommt. Auch nur 2000 Watt. Ja. Das ist scheinbar. Ist das Giga Dynamax bei Elektro? Das wäre ja krass. Jetzt müssen wir natürlich warten ein wenig. Aber bei Giga-Dynamax-Pokémon sollten Leute anbeißen, denke ich. Kann ich noch mal kurz mit euch drüber reden, was wir noch so vorhaben? Ich würde jetzt also diesen Stream auf jeden Fall versuchen, Duraludon noch zu holen. Die Fossilien.
Mimigma und Zubiris. Die sind aber nicht so hoch priorisiert. Werden wir gleich mal vorbeischauen und gucken, aber wenn da jetzt partout keiner kommt, dann werden wir es auch laufen lassen. Denn ich kenne ein paar nette Leute, die mit mir schon ein wenig Deckstausch machen würden. Sprich, einfach nur ein bisschen hin und her tauschen für den Decks. Genau, deswegen, wenn ich da ein bisschen rumfrage, dann kriege ich das schon hin. Knackpunkt ist halt, dass ich die Editionsspezifischen halt auch gerne haben möchte. Beziehungsweise den Deckseintrag auch. Das ist halt ein bisschen komplizierter, weil viele Leute machen das jetzt nicht so großartig, wie zum Beispiel das rote Barschuft oder das rote Gastrodon zu tauschen. Muss das Pokémon noch wechseln. Belektro ist Dingens. Normal bist du doch, ne? Bist normal Elektro, nicht nur Elektro. Doch, nur Elektro. Okay, dann brauche ich einen Pokémon-Bodenattacke. Wobei es eigentlich Jacke wie Hose ist. Da würde ich, glaube ich, sogar am ehesten noch Libalo reinpacken, weil es halt schon Level 83 ist. Denn, ja, der Raid-Host hat halt Dynamax Vorrang. Dynamax. Gibt es Giga Dynamax per Elektro? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es gibt auf jeden Fall ein paar Dynamax-Pokémon, die ich mich aufspoilern lassen habe, leider, aber das ist okay. Die hätte ich gar nicht, woher hätte ich darauf kommen sollen? Ihr hättet einfach nur raiden müssen, wie blöde, unter Schatten gucken können. Ah, ich habe auch keine Lust zu. Ja, ansonsten, was kann man noch so. Wir werden vielleicht noch ein, zwei Champ Cups machen, definitiv. Aber ich würde auch sagen, dass wir zwischendurch mal die Hotels abklappern. Das wird nix. Dass wir zwischendurch die Hotels abklappern. Denn ich will Mary haben und ich bin mir. Also, in Spikeford waren sie nicht. Da waren wir schon mal darin. Wobei, waren wir nach dem Postgame nochmal in Spikeford? Und scheinbar wirklich keiner. Kann man so machen, Passwort machen. Wisst ihr was? Ich probiere das mal. Probier das mal. Und guck mal. Kurz. Genau, wir machen jetzt einfach mal ein Passwort. 1, 2, 3. Nee, ich glaube, das geht. Warte. Wie soll man denn mit dem Passwort Dingens suchen? Wenn ich jetzt Mitspieler suche. Nee, Quatsch. Ich kann ja. Warte. Abbrechen. Wie funktioniert denn das mit den Raids? Wenn ich jetzt im Raid teilnehmen möchte. Geht ja nicht. Moment. Ich steig durch diese Online-Ding nicht durch. Man ist ja nicht mit allen Menschen auf der Welt. Warte, man kann doch Sticker filtern, ne? Nach Freunden. Okay, man muss ja Freunde für sein, um die Raids zu machen. Oder, nee, warte, da steht Spielersuche.
Wir gehen mal online. Kann sein, dass man dann einfach nach mir suchen kann. Das heißt, ich dann gucke ich mal nach, ob wer Lust hat auf einen Raid. Spielersuche. Wurde kein Sticker gefunden, die deinen Filterkriterien entsprechen. Ja, wie auch? Ach so, nee. Spielersuche ist ja Dingens. Das hier. Aber. Gibt's noch anderes als Dina Raid? Aber scheinbar, wenn ein Freund was ausgibt, dann wird das immer gesehen, wie es aussieht. Ist ja schon mal ganz gut. Problem ist halt, Freunde. Da müsste ich mich mal ein bisschen hier die Freundesliste füllen. Wir können ja mal kurz gucken, ne? Ist ja jetzt nicht so, als wäre das hier das. Größte. Nee, nee, nee. Ach, verdammt. Bin ich bereit? Ich will nicht bereit sein. Nein! Egal. Kämpfen mit Voltula. Kriegen wir wenigstens noch weniger Schaden. Müssen schicken nochmal das Belektro. Problem ist, wir können von diesem Raid jetzt nicht fliehen. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Ach, Gnarf. Vor allem jetzt die random NPCs dabei. Was geht eigentlich vom Schaden? Die random NPCs dabei. Halt. Auch Elektro-Pokémon gegen Elektro-Pokémon einsetzen. Oh. Ich will gerade deine Maxen sollen. Naja. Was können wir noch machen? Also online würde ich heute tatsächlich eher weniger machen. Dieses ganze Tauschen ist ganz cool, aber ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall auch rausgefunden, dass das Gegenstück zu Flampion nicht Pantimos ist, sondern Corazon. Corazon und Gorgason sind Schild-Pokémon. Und das ergibt natürlich auch komplett Sinn, denn Corazon und Gorgason werden ja nur von Neo benutzt, dem Schild-Arena-Leiter. Was aber auch irgendwie komisch ist, denn dadurch haben Schwertspieler nicht die Chance auf die beiden, also auf Corazon und Gorgason, im Pokédex als gesehen markiert zu haben. Aber da Mel ein Flampivia benutzt, sie schon. Also haben wir Schildspieler trotzdem die Chance auf Flampivia im Pokédex. Das ist schon strange. Aber gut. Ja. Vier Pokémon dürfen K.O. gehen oder 10 Runden waren es. Zumindest bei den letzten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei der Stufe 5er Raid noch ein bisschen mehr. Aber Belektro ist auf jeden Fall kein Spiel für unser Pokémon. Interessant. Wirkungslosigkeit gibt es bei Düna-Attacken nicht.
Oder das Ding hatte gerade schon Elektrifizierung eingesetzt und ich hab's nicht gesehen. Ja, Was ich euch noch berichten kann, worauf, was ich jetzt mittlerweile weiß, ist, dass die Leute ganz heiß auf Ditto Raid sind, weil Raid-Pokémon bessere DVs haben. Und Dittos sind halt für die DVs essentiell, weil Dittos mit allem gezüchtet werden und ja. Problem ist halt, wenn man hier nach den Raids hinterher ist, dann hat man halt nur inländische. Man will aber ein Auslands-Ditto haben, damit das mit den Eiern jetzt schneller geht. Dementsprechend werde ich das wie sonst immer machen und mich dann Foren nach einem ausländischen Ditto suchen. In der Regel habe ich dann noch eins bekommen. Ja. Aktuell ist ja noch nicht so notwendig und mit den ganzen Gedöns ist auch nicht so schlimm. Trainingsmäßig bin ich aber... Okay. Trainingsmäßig bin ich aber... denke ich, weit genug. Also im Knowledge. Zum Beispiel EVs, DVs und den ganzen Kram, den man für den Kampfturm so braucht. Da können wir mal machen. Apropos Kampfturm. Den Kampfturm werden wir auf jeden Fall auch mal mit Leih-Pokémon ausprobieren im Stream. Denn das soll gehen. So. Was wir auf jeden Fall auch zum Anfang des zu kommenden Wochenende machen werden. Ich hoffe, das Chris Setup kriege ich bis dahin hin. Ist auch mal auf ein Shiny zu gehen. Das ist ja aktuell sehr angesagt, jetzt wo die ganzen Schwert- und Schild-Streams storymäßig durch sind. Jetzt auf Shiny-Zucht zu gehen. Und das würde ich gar auch nicht missen wollen, denn das ist eigentlich ganz cool. Es ist halt nur öfter mal recht mühsam. Wieso ist Piondraki down? Ach, Piondraki ist down, aber Voltula wurde aufgrund des Raids jetzt geheilt. Ist auch witzig. Genau. Shinies, alle paar Jubeljahre züchte ich auch Shinies. Da werde ich mich dann auch noch mit auseinandersetzen, dieses Woche. Deswegen wird's, wenn dann, dieses, also vor Wochenende, wozu ich auch Freitag dazu zähle, höchstens nochmal am Donnerstag einen Stream geben, Mittwoch nicht. Weil es morgen ist und morgen ist ein langer Tag. Das heißt, höchstens Donnerstag. Aber da habe ich auch nicht so viel Zeit. Ich glaube, das wird diese Woche Werktag tatsächlich der einzige Stream heute sein. Leider. Aber im Vergleich zu letzter Woche, da habe ich gemerkt, dass man sehr viel schleifen lässt in der Woche, wenn man abends die ganze Zeit streamt. Deswegen, das kann ich leider nicht weiter durchziehen. Tut mir auch sehr leid, aber es geht halt nicht. Aber dafür am Wochenende wieder. Und am Wochenende werden wir dann auch mal wieder lokal gehen. Am Wochenende werden wir dann auch schön Shiny-Zucht machen und ich werde alles vorbereiten. Nicht alles? Ach, verdammt. Nicht alles kann ich auch nicht, weil Pokédex-mäßig war. Also, ich will heute auf jeden Fall versuchen, alle restlichen Pokémon aus Galar zu kriegen, damit ich den Pokédex mit den ganzen Nicht-Galar-Pokémon auf jeden Fall bedenkenlos mir noch holen kann. Oh, das war doch die Megaliten-Ebene, ne? Ja, hier war Nebel. Genau. Und hier sollte es irgendwo Mimikma geben. Aber bekomm du hier erstmal Mimikma. Beziehungsweise siehe es. Ah ja, klar. Bin Horst. Jetzt, wann immer ich in die Naturzone gehe, vergesse ich das. Was ich auch noch nicht weiß, ist, ob besagte Mimikma hier jetzt wild rumstapfen gibt. Oder ob man die als Ausrufezeichen suchen muss. Hier ist Schnee.
Zilembrim. Nicht Zilembrim. Das war. Warte, zweites Primavo. Primano. Ach. Wollte ich gar nicht. Primova. Oh, doch. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das Ding ein bisschen anders klingt als Primano, aber mir Primova war es. Okay. Sorry. Was ich eigentlich gucken wollte, war Mimikma. Wobei es sind Mimikma und Zubiris, die hier rumlaufen. Das ist schon recht unwahrscheinlich. Ach, oh mein, haben wir schon. Dass wir beide nicht sehen. Würde halt wirklich bedeuten, das ist ein Ausrufezeichen-Pokémon. Habe ich doch gerade Bubungus gehört. Da ist Bubungus! Natu gibt's hier auch. Och nee, schon wieder Nebel. Das heißt, ich kann nicht paralysieren. Habe ich die. Habe ich Elektrofeld oder so? Die Elektronetze, das brauche ich ja nicht. Schade. Pokomil. Ich frage mich gerade, ob Pokomil andere Farben hat. Es sieht jetzt natürlich relativ rosa aus, während ich das Gelb in Erinnerung habe. Ich glaube schon, das ist Hoko. Es gibt verschiedene Pokusans. Einmal in verschiedenen Farben, also Sahnefarben, und einmal mit verschiedener Deko. Also es gibt quasi so quasi. Ihr müsst euch das wie so ein Raster vorstellen. Oben sind alle verschiedenen Süßigkeiten und an der Seite sind alle verschiedenen Farben. Das heißt, für jede Kombi gibt es auch einen Pokusan. Deswegen ist es eine Menge Pokusan gibt. Und ich glaube dementsprechend, dass es auch einige Hokumir gibt. Sonst würde das nicht hinhauen. Ernsthaft? Was hat er denn jetzt für mich gesucht? Deswegen ist meine Menge Pokusan wird. Danke, Google. Irgendwas in meinem Satz hat es gerade wieder die Google-Suche getriggert. Alles klar. Ich habe nach Hokumi gar nicht geschaut, ich Horst. Hätte ich mal machen sollen. Aber fangen wir ruhig mal. Ist ja Nebelfeld. Ist jetzt mal Ladungsstoß ein, wenn es das aushält, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Na, siehst du. Ja! Schön. Würden wir auch einen anderen Deck. Nee, einen anderen Deckseintrag kriegt man nicht, wenn das Pokémon schon hat. Aber der wird trotzdem eingetragen. Aber ich glaube nicht. Irgendwie wird die Farbe anders gemacht. Da. Weil es sieht jetzt gelblich aus. Oder war das das gleiche gerade? Oh, guck mal, Hokumir kann doch weiblich ein Oni sein. Ja, ja, ist ja gut.
Ja, siehst du, da ist es doch. Oh Gott, wie viele Farben habe ich denn? Ach so. Ruby Cream, also Creme. Bei der Entwicklung, oh ne. Mit süß-saurem Geschmack, mit vielseitigem Geschmack. Bitterem Geschmack. Aber das sind alle mit Erdbeer. Ich frage mich wirklich, wie man da noch die Farbe ändert. Beziehungsweise, woher ich die ganzen Formen habe. Naja, gut. Schauen wir nochmal bei Mimigma. Und mit Bungus, ne? Dämon. Einen gucke ich noch, dann lasse ich es mal gut sein. Wie gesagt, die kriege ich auch so. Da würde mich Duralo dann noch viel mehr stören, dass ich es nicht habe. Okay, lass mir gut sein. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu einem gewissen. Was das schon wieder? Gewissen paar Leuten im Nebel ist halt echt nicht gut. Gucken. Was ist ein Bubella? Hatten wir Bubella jetzt schon? Wir werden Gifler, aber Bubella noch nicht, oder? Nee. Okay. Käfergebrumm ist neutral, weil Pflanze Gift. Könnte natürlich sein, dass Bubella nur noch Pflanze ist. Ja. Aber es ist trotzdem okay. Ja. Also, Mirapla und so sind ja alle Pflanze Gift. Aber bei Bubella hatte ich mir halt gedacht, weil es halt dieses sonnige Blumen-Pokémon ist, dass es halt die Gifttypen ablegt. Und dem ist auch so. Ich hatte das richtig im Kopf. Danke. Von Zeit zu Zeit kommen Bubella zusammen, um zu tanzen. Man sagt, ihr Tanz sei ein Ritual, um die Sonne herbeizuführen. Rufen. Wo bin ich? Okay, das hilft. Oh, Bubella. Volgantes. So. Warte, warte mal. Warte, was habe ich noch gar nicht? Oder? Handel habe ich schon. Ich habe übrigens herausgefunden, beziehungsweise gelesen, dass den Trick, den ich mir halt schon überlegt hatte, halt auch wirklich zum Anwendung gefunden wird, von wegen, dass man das hier macht. Problem ist halt meinerseits gewesen immer, dass man halt nicht gerade im Kreis läuft, also gerade im Kreis. Ihr wisst, also nicht im einheitlichen Kreis läuft, sondern dass diese Kreisbewegung sich langsam verzieht. Nicht 100%, aber langsam. Wo das aktuell ganz gut aussieht. Ne? Und das kann man halt auch fixieren. Das war mir von Anfang an klar, deswegen habe ich diesen Vorschlag, beziehungsweise das schon mal eingewendet, dass das recht gut funktioniert. Die Sache war halt zu dem Zeitpunkt, war es für mich ein bisschen doof, weil es halt nicht komplett funktioniert. Aber man
braucht es, glaube ich, auch nicht so lange, als dass der Verzug sich in irgendein Problem ausartet. So ist halt, glaube ich, auch der Plan. So, und bei euch gibt es scheinbar ganz guten Stuff. Wie zum Beispiel einfach einen Silberkonkor. Oder einen Vogelstein. Oder ein Paddelfossil, da haben wir es doch. Oder ein Mondstein. Oder ein Schwerschweif. Oder Stein. Und dann haben wir als erstes Paddelfossil, mit dem wir und einen Silberkonkorken. Nice. Mit dem wir ein neues Pokémon machen können. Noch ein Wasserstein, ein Donnerstein, ein Normaljuwel. Stimmt, jetzt wo die Z-Attacken weg sind, ist das Normaljuwel ja wieder da. Sonnstein, Kometenstück, Eisenkugel, Eisstein. Sternstaub. Ewigstein. Ewigstein. Okay. Brauche ich auch wenigstens zwei Paddelfossile, oder? Ein Wunschbaum. Steinknochen. Steinknochen. Ernsthaft? Ist das so ein bisschen runterscalen? Von wegen, du kannst immer nur so viel von dem machen und ich mache immer weniger dann? Sternstück. Granitstein. Feuerstein. Okay, doch. Steinknochen. Fischfossil. Ne, haben wir schon. Fischfossil ist nicht selten. Ich glaube, das letzte war, glaube ich, ein Vogel oder ein Federfossil. Das eine ist für Aeropteryx. Das gibt's hier nicht. Das andere ist dann das, was ich suche. Das war eins von beiden. Da gibt es nur noch einen Schuss scheinbar. Ich brauche auf jeden Fall noch wenigstens ein Paddelfossil 1. Brudersand. Eisbrocken. Steinknochen. Fischfossil schon wieder. Mondstein. Lichtlehm. Ewigstein. Nassbrocken. Eisstein. Sternstaub. Nochmal Sternstaub. 11. Wunschbrocken. Und wieder nix. Der hat sich irgendwie bei 1 festgehakt. Mondstein. Leuchtstein. Ewigstein. Sternstaub. Leuchtstein. Für das RNG. Leuchtstein. Dunkelstein. Steinknochen. Fischfossil. Aber auch kein Drachenfossil oder so. Wobei das Drachenfossil genauso wertlos für mich wäre. Ich brauche dieses Feder-Vogelfossil. Wahrscheinlich ein Vogelfossil. Latschstein. Dunkelstein. Sonnenstein. Donnerstein. Finsterstein. Leuchtstein. Majowel. Ewigstein. Eisstein. Steinknochen, Lichtlehm, Kometenstück. Okay.
Sternstaub. Fischfossil. Wasserstein, Donnerstein, Sonnenstein. Blattstein. Und wieder nix. Okay, das mit den Entwicklungssteinen ist ja jetzt wirklich lächerlich, Lidl. Steinknochen. Und wieder nix. Stirnenstaub, Finsterstein. Und wieder nix. Oh, was ist das denn? Nein, ich bin noch nicht fertig. Meine Schaufel hat noch nicht genug. Sonnstein. Eisenkugel. Sternstaub. Nassbrock. Nassbrock. Mondstein. Sternstück. Sonnstein. Leichtstein. Lattstein. Feuerstein. Sternstaub. Donnerstein. Sternstaub. Nassbrock. Blattstein. Fischfossil. Metallmantel. Sense. Ey, 20 und immer noch nix. Wir bleiben immer noch am Steinknochen hängen. Steinknochen, Fischfossil. Kann man die Fossil-Pokémon züchten? Sonst würde ich das auch einfach so machen. Eisbrocken, halten wir den auch noch. Ewigstein. Gibt zwischendurch trotzdem noch was Neues. Das ist ganz nett. Finsterstein, Feuerstein. Steinknochen. Normaljuwel. Sternstück. Schuppenlichtlehm. Ewigstein. Sternstaub. Ach komm, gib mir doch wenigstens ein Federfossil. Lichtlehm und Sternstaub. Und Spudersand. Spudersand, ja. Und Donnerstein. Und Schwerschweif. Und Pudersand. Und Heißbock. Und Mondstein. Oh, Federfossil. Und Sternstaub. Und Finsterstein. Leichtstein. Leuchtstein. Und nix. Steinknochen. Drachenfossil. Tatsächlich nach Ewigkeiten haben wir nochmal ein Drachenfossil. Donnerstein, ein Sternstück. Noch ein Sternstaub diesmal. Ein Fischfossil. Komm, ein Feerfossil. Finsterstein. Sternstaub. Sternstaub, Stück, Nassbrocken, Ewigstein, und wieder nix. Steinknochen, Leddorn. Sorry. Fischfossil. Wasserstein. Ach Mann, da bin ich ja fast eingeschlafen, so habe ich meinen Kopf geschüttelt. Der bleibt immer noch am Steinknochen hängen. Jetzt haben wir Glattbrocken auch. Jetzt haben wir alle Brocken. Glaube ich. Problem ist, dass ich trotzdem noch immer das gewisse Etwas, das ich habe.
Und da sind sie weit weg. Okay, sorry, dass ich meinen Kopf schüttel. Ich glaube, das hört man im Stream. Aber es gibt halt so Situationen. Ja, da ratze ich gleich weg und man ist nicht gut. Bin mir doch gar nicht so sicher. Das ist das Normale, oder? Nee. Jetzt ist es tatsächlich Giga Dynamax. Ach man, durch andere Kämpfen habe ich jetzt das Pokémon nicht richtig. Ach. Naja, ich kann es ja mehrfach versuchen. Ja, es ist das Richtige. Was kann denn Dina wohl? Okay. Hätte ich denn überhaupt was gehabt als Antwort? Lieber Lohner, ja, nicht so den Dolle. Ist eigentlich egal. Sorry. Ich weiß nicht, die Müdigkeit kam gerade durch dieses olle Monotone im Döns und war ich gerade vollkommen fit. Och nee. Das wird nix. Ey. Das ist doof. Das ist echt wenig Schaden, Leute. Ich weiß nicht. Probieren wir es gleich nochmal mit Endynalos? Einen Moment eben. So, zum Glück läuft das gerade noch so. Ja, das würde ich gerade ziemlich aufgehalten. Okay, Leute. Wir sind doof gelaufen. Aber das wird tatsächlich ein kurzer Stream. Beziehungsweise ich muss gleich erstmal eine Pause machen. Mal gucken. Entweder, wird es heute ein sehr kurzer Stream, weil ist gerade was dazwischen gekommen. Das ganz doof ist! Wieso war jetzt die. Achso, weil es eine Dino-Attacke ist. Ah. Aber einen einzigen Tag, an dem ich in der Woche streamen kann. Aber. Glaube ich auch ein bisschen besser. So. Denn aktuell
Scheint es ja wirklich so, als würde ich hier wie ein kaputter Mensch rumlaufen. Also nicht rumlaufen, aber. Wisst ihr, ich bin ja gerade ziemlich müde. Also, keine Ahnung, das hat mich gerade ziemlich geplättet, was da los war mit den Buddelbrüdern, so heißt die Dudes oder werden sie genannt. Das hat mich komplett rausgebracht. Oder ich bin gerade mitten? Nee, Quatsch. Also, ja, ist ein bisschen bitter gelaufen, aber gerade für euch auf YouTube, die jetzt gerade gucken, dafür hattet ihr auch schon mal 4 Stunden Folgen, ne? Deswegen war das fast 4 Stunden Folgen an den Momenten, in denen ich keine Pause mehr gemacht habe, aber trotzdem noch durchgezogen habe. Ja, ich würde natürlich gerne mitnehmen, aber geht halt nicht. Den kriegen wir nicht und ich muss jetzt gleich. Ja, ich glaube, ich beende gleich den Stream schon. Wir versuchen das jetzt noch eben. Also, wir probieren das gleich nochmal einmal mit Andynalos. Einmal noch mit Andynalos. Und dann Stream vorbei. Dann bereite ich mich bis zum nächsten Stream auch nochmal vor. Also, sowas wie die Zucht, die werde ich machen. Also, das, was ich vorher außen vor gelassen habe, das werde ich machen. Pokédex-Vervollständigung, alles außer Galar. Galar möchte ich mit euch entdecken. Sprich, auch die Goldra noch nicht entwickeln. Und die Fossilien werde ich vorbereiten diesmal. Also ich werde dann über die Tage hinweg ein bisschen Watt sammeln und die Fossilien sammeln. Ihr wisst jetzt auch, wie die Buddelbrüder funktionieren. Das heißt, wo die Items herkommen, wisst ihr jetzt auch. Und ja, sowas wie Dex-Einträge für Zacian müssen wir schauen. Ich glaube, den werde ich halt einfach abholen. Zacian selber zu bekommen ohne GTS ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Da muss ich echt gucken, wie ich das machen soll. Also früher war es irgendwie ganz einfach, ein legendäres Pokémon zu bekommen. Du hast einfach ein starkes Pokémon oder ein Starter-Pokémon. Starter-Pokémon waren immer super beliebt. Da die GTS ja noch funktioniert, kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwas haben wollt, nehmt einen Starter, die gehen immer weg, wie nix. Genau, da hast du einfach einen Starter in die GTS gepackt und du hast halt auch einfach auch so ein Zeuger Leo bekommen. Oder was anderes halt. So, Pokémon wechseln. Genau. Den Faden verloren. Ach ja, das geht halt hier nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie ich an Zacian kommen soll. Ich meine, diese random Tauschdudes, ne? Die würden einem niemals, niemals für einen Starter Zacian geben. Okay. Das ist halt doof. Was ist denn jetzt? Sorry. Ich werde gedrängt. Aber das machen wir noch eben. Was wollte ich noch sagen? Da muss ich echt schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die mit Shinies kriegen könnte vielleicht. Dass man nicht irgendein cooles Shiny erarbeitet. Und das tauschen die dann dagegen. Problem ist halt, dass wenn man sein Shiny dann loswerden.
Aber die Kappador wäre ganz nett, weil es halt auch recht schnell zu bekommen ist. Aber ich glaube, dementsprechend wird's auch nicht, werden es die Leute auch nicht haben wollen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es euch erstmal nicht sagen. Wir starten jetzt einfach mal. Da kommt hier keine Sau. Vielleicht, weil ich auch auf lokal einen Mitspieler gesucht habe. Glaube ich nicht so smart. Weiß. Wieder in Foren. Aber ansonsten den Dex-Eintrag, den kriege ich halt. Ja, die Düne-Energie bringt mir natürlich bei ihm ja nichts. Verdammt. Jetzt nicht. Ach, ich habe mit mehr Schaden gerechnet. Und da wir jetzt kein Dynamax-Pokémon dabei haben. Und sicher jemand und die NPCs den Teufel tun zu Dynamaxen. Nee, das ist wieder nix. Hatte man vorher gespeichert? Ich glaube nicht, aber ich sollte es vielleicht mal tun. Schließlich. Kann ich jetzt nicht neu laden, weil ich dann ganz von vorne anfangen würde. Der ganze Stream wäre nichtig. Wäre doch doof. Oh, was soll man tun? Ah, ist halt ein Scherz. Das ist ein Schaden. Das ist jetzt auch klar mit dem Schild, aber auch ohne Schild. Ich hätte halt gehofft, dass es ein bisschen mehr ist. Aber die Giga-Dynamax-Pokémon sind halt ein bisschen stärker. Ja. Das wird wieder ein Rauswurf. Die Bedingungen jetzt hier erfüllt sein, ja. Kommt raus. Okay. Scheinbar hat sie. Ja gut, jetzt gerade war ich ja auch nicht online, dementsprechend war es nichts. Aber gerade bei Belektro habe ich. Ja gut, bei Belektro waren die Leute wahrscheinlich gesehen, dass es Belektro ist und dementsprechend gesagt, nee, danke. Aber okay. Gut, Leute. Es tut mir super leid, dass dieser Stream jetzt wirklich nur eine Stunde lang ist, aber
wie gesagt, mich hat das gerade irgendwie richtig komplett weggehauen. Nicht nur die Buddelbrüder, die waren irgendwie der neue Auslöser, aber ich glaube, ich war schon vorher ein bisschen K.O. und hab's nicht gemerkt. Deswegen, mir geht's gerade echt nicht mehr so top. Mir super leid. Und ich wurde gerade irgendwas gerufen, weswegen ich eh Pause machen müsste. Ach, das ist doof. Naja, gut, Leute. Sei es drum. Wir sehen uns dann spätestens Freitag wieder. Und dann wird Freitag wirklich alles erledigt. Also wirklich wieder ein langer Stream, bei dem wir den Dex voll machen, definitiv den Dex voll machen. Ich werde alles vorher vorbereiten. Und dann werden wir spätestens Samstag den ersten Shiny-Stream machen. Das hoffe ich wirklich, dass das so passt. Das wäre super. Ich muss halt schauen, ob ich den Counter eingebaut bekomme, beziehungsweise ob das geht. Damit wir dann noch schön live dann den Counter draufpacken können. Und wir aber schön die Resets sehen. Beziehungsweise, wenn ich Shiny züchte, dann halt die Eier. Aber wie das mit den Shinies funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe mich halt nur grob erstmal damit auseinandergesetzt. Vor allen Dingen, weil, obwohl ich ja relativ durchgepowert habe, bin ich mit meinen 65 Stunden in anderthalb Wochen doch vergleichsweise zu Casuals wahrscheinlich. Die sind noch lange nicht alle durch von den wie viele Millionen, die das Spiel bislang gekauft haben. Aber es gibt halt Leute, die haben Zeit. Mehr Zeit als ich. Der halt nur in der Woche abends streamen kann höchstens und am Wochenende halt viel. Und die sind halt schon durch. Und die sind schon am Shiny züchten, den ganzen Krams. Das heißt, mit dem Kram konnte ich mich noch gar nicht beschäftigen. Und vieles davon ist auch noch ineffizient, weil die Leute ausprobieren müssen. Den ganzen Krams. Aber naja. Wir sehen uns dann spätestens Freitag wieder. Also, bis dann. Tschüss.